Hallo und herzlich willkommen bei Schelzens Küchenglück. Mein Name ist Kevin, alias Schelzen. Ich bin gelernter Koch, studierter Ernährungsberater und Inhaber von Schelzens Kochmanufaktur. Hier koche ich jedes Wochenende mit euch leckere Gerichte aus hochwertigen Bioprodukten und heute werden wir gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Viel Spaß! Hallo Freunde, heute habe ich wieder einen kleinen Trick für euch, einen kleinen Küchentrick, und zwar zum Thema Mango. Wie kriegt man jetzt diesen großen ovalen Kern aus dem Mango raus? Zuerst mal, der Kern hat fast immer die gleiche Form, wie auch die Frucht hat. Das heißt, der liegt oval da drin. Mango ist was ganz Besonderes, super lecker, trotz ihres hohen Zuckergehaltes auch sehr, sehr gesund. Wird vor allem in Asien, Südamerika und Afrika angebaut, gilt da sogar als Königin der Früchte. In manchen Ländern wie Pakistan wurde sie sogar als die Nationalfrucht beschrieben. Hat Vitamin E, B1, Vitamin C, ein bisschen Vitamin A, Folsäure, also wirkliche Geschmacks- und Immunbombe. Wir setzen mit dem Messer einen halben Zentimeter über dem Strunk an. Damit wir uns nicht schneiden können, legen wir die Hand so ein bisschen hier drauf. So. Und dann sind wir genau am Kern angekommen. Wir drehen die Mango nochmal um. So. Wieder einen halben Zentimeter über dem Strunk. Und das auch wieder, ihr seht das Weiße, der Kern. Wir wollen natürlich nichts verschwenden von der leckeren Mango. Das heißt, wir stechen hier mit dem Messer an dem Rand ein und ziehen. Die Mango so raus und können jetzt schön am Kern entlang noch das Fruchtfleisch abschneiden. Achtung, dass ihr nicht in den Kern schneidet. Bei den reifen Früchten, wie das hier eine ist, wird der Kern auch mal weich. So, wie geht es jetzt weiter? Und zwar können wir einmal, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, mit dem Messer hier rein, nicht ganz bis zum Ende einschneiden. Und hier rein. Und dann kann man die Mango so cool aufklappen. Sieht natürlich sehr dekorativ aus. Und jetzt würde man sich die Würfel hier runterschneiden und hat die Haut nicht mehr über. Als nächstes kann man die Mango auch folgendermaßen, die ist schon sehr weich, einmal hier oben mit dem Messer entlang der Schale gehen. So, ich freue mich schon. Richtiges Leckerchen, wenn die schön weich sind. Man riecht das auch, könnt ihr testen. Hier unten an dem Strunk, am Popo einmal riechen. Und wenn die da schön intensiv und schon ein bisschen fruchtig riechen, dann habt ihr auf jeden Fall eine leckere Mango erwischt. Wenn die ein bisschen nach Alkohol riechen, so ein bisschen in die saure Richtung, dann kann es sein, dass die von innen schon schlecht ist. Nur als kleiner Tipp nebenbei. Und jetzt kann man die Mango schön in dünne Streifen schneiden. So lässt sie sich wunderbar toll anrichten
oder so in Scheibchen drehen. So, schwuppdiwupp. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen coolen Trick zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Mango. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Stück und wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Schelzen.